Das Krähennest. Transparenz für die Ohren. Ja, hallo, mein Name ist Simone Brandt. Ich bin seit Mai letzten Jahres Mitglied der Piratenfraktion im Landtag Nordrhein-Westfalen. Und ich möchte kurz was zu erzählen zu einem Antrag, den wir letzte Woche im Plenar gestellt haben. Die ganze letzte Woche war für uns eine sehr erfolgreiche Woche. Wir hatten sehr viele Anträge, die wir eingebracht haben. Wir hatten viele Sachen, womit sich auch andere Fraktionen beschäftigt haben, die aufgenommen worden sind. Eine Sache, die mir ganz besonders am Herzen liegt, ist die Abschaffung der Optionspflicht. Das heißt, dass sich die Jugendlichen nicht mehr ab dem 18. Lebensjahr entscheiden müssen, die also Eltern mit Migrationshintergrund haben, entscheide ich mich für die andere Staatsbürgerschaft oder für die deutsche Staatsbürgerschaft. Und ich habe mich seit Anfang November mit diesem Antrag beschäftigt. Wir haben ihn Ende November erstmal allen anderen Fraktionen vorgelegt, damit die Chance haben, sich diesem Antrag auch anzuschließen. Denn ich hatte von allen anderen Fraktionen, außer die CDU, die ist da ein bisschen kritisch, gehört, dass auch sie unbedingt die Abschaffung der Optionspflicht haben möchten. Nun lag der Antrag vor. Es hat sich jetzt bis vorgestern keine andere Fraktion angeschlossen, was ich sehr schade fand. Denn der Grund, warum sie sich nicht angeschlossen haben, war rein parteitaktisches Kalkül. Das haben die auch ganz offen gesagt. Die eine Fraktion sagte, wir warten lieber mal bis nach der Bundestagswahl und ziehen das auf Bundesebene ganz groß auf. Die anderen Fraktionen sagten, nee, wir warten mal bis kurz vor der Bundestagswahl, weil das ist dann wahltaktisch irgendwie ganz gut, wenn man damit kommt. Und da habe ich gesagt, nee, also die haben mich auch gebeten, den Antrag zurückzuziehen. Und ich habe gesagt, nein, wegen parteitaktischem Kalkül, das auf den Rücken von Menschen auszutragen, da sind wir nicht mit dabei. Wir stellen jetzt diesen Antrag. So, ich habe den Antrag gestellt, ich habe nochmal an alle Fraktionen auch plädiert, also der Antrag kommt jetzt erstmal in die Ausschüsse, sich doch dann jetzt bitte anzuschließen, gerne auch mit Änderungsanträgen. Und die Reden von den anderen Abgeordneten waren dann auch mehr so, ja, finden wir alles ganz gut, aber doch nicht jetzt und wir wollen doch auch die CDU ins Boot holen und. Und auch Minister Jäger sprach dann von Seiten der Regierung dazu und ja, so richtig positiv ausdrücken konnten sich alle nicht. Aber der Antrag ist jetzt erstmal in Ausschüssen und im Nachhinein, nach Plenar, war es wieder so, dass ich mit anderen Abgeordneten anderer Fraktionen draußen auf dem Balkon stand und ja, nee, Frau Brandt, und ist ja ganz toll, wir machen das schon, wir kriegen da schon was hin. Und hatte aber das Gefühl so, dass sie mich dann auch so ein bisschen einverleiben wollen, weil dann hieß es schon, ja, wir machen dann gemeinsam einen Antrag. Also dieser Grundtenor, wenn ein Antrag nur von den Piraten kommt, gibt so ein Standing, dann kann man sich dem nicht anschließen oder einfach zustimmen. Das ist so eine innere Verabredung und das finde ich unglaublich schade, weil Frau Kraft damals in der Regierungserklärung gesagt hat, sie wollte den Oppositionsparteien die Hand reichen und das fehlt mir jetzt einfach. Ich finde das sehr schade. Der Höhepunkt war dann vorgestern Abend in der Aktuellen Stunde, gab es einen ganz kurzen Nachrichtenzeiler zu dem Thema und da hieß es dann, dass Minister Jäger sich jetzt für die Abschaffung der Optionspflicht einsetzen will und von uns Piraten kein einziger Ton, kein einziger Satz und nach zwei langen Plenartagen war das, was mich dann richtig angepisst hat, muss ich sagen. Und das ist sehr, sehr traurig, dass wenn wir schon mit guten Anträgen ins Plenar gehen, dass wir dann sogar pressemäßig komplett ignoriert werden. Ja, das war's zur letzten Woche. Intro- und Outro-Musik von Matthias Westlund. East meets West. Veröffentlicht unter Creative Commons Lizenz. Nicht kommerzielle Nutzung und Remix erlaubt. Krähennest bei Twitter @Krähennest mit AE.